Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute wieder ein bisschen meinen Zandalari-Troll weiter, mittlerweile auf Stufe 45. Und ja, jetzt waren wir schon ein bisschen später in der Nacht, haben die Gruppenkonstellationen durch nächtliche Abgänge quasi ein wenig verändern müssen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen hier gechillt questen bzw. ein paar Dungeons machen. So ein bisschen was von beidem. Und ich verkacke hier gerade so ein bisschen die Hordenquest, weil eigentlich musst du die Peons anquatschen. Und ich habe gerade erst gemerkt, dass du dann auch das Holz looten musst. Ich habe alle Peons angequatscht und bin weitergelaufen, was nicht so clever war. Das müssen wir hier nochmal gucken. So. Wir haben also jetzt den Mond hast du dir verdient. Den Mond habe ich mir verdient, das ist richtig, ja. Den habe ich mir definitiv verdient. Na der Nereon, hey, grüß dich. Und, achso, meinen Trank muss ich noch reinschmeißen, ne? Das auch noch. Das auch noch. Ja, mal gucken, dann basteln wir den auf 50 oder so hoch. Schauen wir mal. Oder wir tryharden richtig durch und machen ihn auf 60, dann können wir den Cousin das nächste Mal mit dem Zandalari mitspielen. Oder so. Ah, jetzt haben wir halt auch schon einen Sinn, ne? Würde sagen, wir queuen jetzt mal diese Holz. Ach shit. Ne? Das habe ich das letzte Mal auch schon gemacht. Da wollte ich aus dem Gruppentool rausgehen und bin aber anstatt aus der Gruppe rausgegangen, ne? Da hat jemand irgendwie so über X Inseln gefragt, hey, kann ich mal mitgehen, die Insel? Und ich so, ja, ich, ne, kannst du mit? Dann hab ich ihn eingeladen in das Gruppentool und was mache ich? Ich gehe aus der Gruppe raus, melde die Insel an und denke mir so, warum ist der jetzt nicht mit mir in der Insel drin, ne? Also, wenn ich der gewesen wäre, habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ja, dann dachte ich mir, ah, shit, ich habe nicht das Tool gelieft, sondern ich habe die Gruppe gelieft. War halt nicht so ganz clever. Ja, wir kriegen anscheinend doch jetzt keinen Instant-Invite. Können wir doch ein bisschen questen. Was kann ich für euch tun? Hi, ich bin's wieder von neben, der Mönch. Wollte schon sagen, Philipp im TS, du warst doch eben schon mal da. Ja, aber jetzt bist du mit anderen. Ja, wo bei dem. Bei der Insel dabei war, also der, wo, ja. Warst du das? Ernsthaft? Ja. Das war keine Absicht, ich wollte es gerade schon wieder machen, weil ich ein Retard bin. Echt schlimm. Schau, so sieht man sich wieder. Unglaublich. Also, das war damals keine Absicht, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Jo, alles gut. Schau mal an. Oh, der Heiler fehlt, ne? Was ist da los? Ich kauf mir eben Wasser für 45. So. Oh. Falls ich mal zum Trinken komme. Ja, kommt dir nicht vor. Kannst du ruhig sagen, wenn du was zum Trinken brauchst, ne? Dann. Der Sieg ist dann wäre ich sogar so frei zu sagen, was fällt dir ein? Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Kennt ihr das noch aus, ach, was für ein Addon war denn das? Ich MOP war das, wo du dieses Ember-Ding hattest, da wo der Heiler immer in diesen Ember gegangen ist. Das hast du damals noch im Challenge-Mode immer benutzt. Da bist du eine Millisekunde aus dem Kampf gewesen und sofort musste der Heiler in den Ember gehen, dass du ja keine Sekunde verschwendest. Weiß noch, Challenge-Mode fand ich damals noch toll. Ne, den Challenge-Mode habe ich leider verpasst. Weil hatte ich nicht die Leute für. Bisschen schade, dass man sich die Sachen jetzt nicht mehr holen kann, ne? Wenn du damals nicht gemacht hast. Ja, gerade für Paladin hätte ich ganz gerne. Es sind coole Sachen dabei, auch das Druid-Set sieht hammer aus. Eigentlich von jedem sieht das Set ziemlich hammer aus. Hast du dann eigentlich alle verbündeten Völker fertig nach dem Zandalari? Oder fehlt dir noch was? Magaork habe ich, glaube auf 52. Okay. Monk. Monk mit 20 Stunden vorgesteckten Buff, also wird auch schnell gehen, denke ich. Ja gut, so viel brauchst du gar nicht. Ich wo ist der Dudu? Der stirbt gerade. Der ist gar nicht hier bei uns. Oh oh. Schau, das meinte ich mit Randoms in den Instanzen, ne? Also zu dem laufe ich jetzt nicht. Nee, weißt du, wie kann denn das sein? Du hast 5 Mann in der Gruppe. Warum läufst du nicht einfach den Gammlern nach, wenn du keine Ahnung hast? Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas einfach nicht.
Ich erwarte ja nicht viel von den Leuten. Ich erwarte ja nicht, dass sie krassen Damage fahren oder irgendwas, sondern dass die einfach halt der Truppe hinterherhatschen. Das ist halt so Minimalkonsens eigentlich. Das ist das so das Minimale, was ich erwarten kann. Dass sie der Gruppe hinterherhatschen und vielleicht nicht mehr. Jetzt, warte mal, läuft der schon wieder falsch? Seite. Komm, der ist doch grenzbehindert, der Typ. Komm, lass ihn bitte rauskicken. Er ist unsichtbar, wenigstens das. Aber trotzdem ist er grenzbehindert, ich weiß es nicht. Lass mal beobachten. Wenn er nochmal verkackt, dann können wir. Ja, was macht der? Der läuft auf der Stelle. Der hat anscheinend auch übelst Int. Guck dir mal den an. Ich hab kein Ziel. Ja, ich glaube, der bringt uns gerade nicht viel. Nee, ehrlich nicht. Warte mal, ich frag mal. 9 Sekunden hat er noch. Ludo, alles klar. 3 Sekunden. 1 Sekunde. Adios, amigos. Also, keine Ahnung, der muss ja die Hardcore-Lags haben. Das tust du dann auch noch in der Gruppe nicht an, oder? Hast du gesehen, wie der leckt? Ich brauche ein Ziel. Na, alles, was recht ist. Ja. Ich schmeiße ja nicht jeden aus einer Gruppe raus, aber das ist echt eine Frechheit. Da kannst du ja ohne den Typ die Ini machen. Hast du nicht neulich noch einen Kollegen von dir rausgekickt? Der Heiler war und ganz kurz AFK war und dann kam er wieder und war weg? Ja, ich dachte halt nicht, dass die anderen so asozial sind und da drauf drücken. Das war ja eher als Fun gemeint. Das war ja eher. Das war ja eher Spaß und dann wird halt auch Spaß ernst, ne? Also sind passiert. Die anderen dran schuld, weil sie ja klicken. Das ist richtig, ja, wie die Lemminge, ne? Das war ja mir von ja, komm, hier, lass ihn halt kicken, ne? Und dann drücken die halt alle ja und dann, ne? Ich räume eine Teilschuld ein. Immerhin. Immerhin, ja. Haben sie einfach alle ja gedrückt. Dann war er weg. Aber der Typ war schon gebrandmarkt. Der ist, glaube ich, der Noobzocker war das. Wenn der mit Riggs und Anti-Level, da kicken sich die immer die ganze Zeit gegenseitig. Also der ist schon anderes gewohnt. Die sind doch da unten gerade wieder mal am Zocken. Echt? Ich hab das TS gar nicht so weit auf. Ah, ja stimmt, hier. Noobzocker Riggs. Ja, siehst du, das ist die Truppe. Ich hab's gerade so weit, dass ich's... Aber jetzt kriegen wir keinen anderen DD mehr rein, oder was? Oh, ich muss vielleicht ja drücken, dass wir noch einen wollen. Ups. Du meldest die erste Instanz mit einem weniger an und kriegst halt sowas in die Gruppe rein. Das ist doch unglaublich. Also random kannst du halt echt keine Instanzen machen, ne? Wenn du komplett alleine levelst, dann ist halt wirklich wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst, Questen. Ich muss erstmal was anvisieren. Haben wir nochmal einen Druid reingekriegt. Der läuft zumindest mal richtig rum. Bei dem könnte ich es ja verstehen, der weiß ja nicht, warum wir gelaufen sind, ne? Ah, wo keine Gegner sind, sind wir lang gelaufen. Gut, ne, aber das würde eine gewisse Grundintelligenz voraussetzen. Die kannst du nicht erwarten, also... Natürlich, man kann es relativ leicht rausfinden, wenn man einfach den Leichen nachläuft. Oh, Silence. Ist auch gesilenced worden. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut, ja. Gebabbelt. Nochmal gesilenced. Ah, da kommt das Mastern-Totem. Ne, es ist kein Totem, aber ich sag, das ist ein Totem. Was vom Shami kommt, weil alles, was der Shami macht, ein Totem ist. Für mich zumindest. Ist sogar ein Totem. Ist okay, ich wusste, dass es ein Totem ist. Totem der Erd. Ne, Energiespeicher. Noch eine Eule, ne? Ich weiß nicht, was ich von Eulen in Low Level halt zu halten habe. Eulen sind nicht schlecht. Im Moment sind sie im Max Level eine der höchsten Damage Klassen, ne? Eulen und Shadow Priest sind immer ganz oben. Ob du mit einem 22 Hexer joinen kannst, ja, theoretisch schon. Dann kommen wir halt wieder die ganz lowen Inis. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn wir Verlies kommen, dann wäre das eine schicke Sache, ja. Ich habe kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich meine, da sollen wir einen ganz lowen einladen, dann kommen wir halt wieder die Gammel-Inis, ne?
Höhlen der Weglage, ne? Oder wie heißt das? Ja, da will ich halt nicht. Das ist halt echt eine Frechheit, die Instanz. Ich weiß auch nicht. Sollen wir erst rüberlaufen, wäre wahrscheinlich sinniger, ne? Da müssen wir nicht zurückhatschen. Und da müssen wir dann. Ach, fuck it! Einmal mit Experten hier. Ich brauche ein Ziel. Ja, ich pull jetzt mal den Boss raus und hoffe, dass das gut geht. Akku, stun. Ich bin auch gestunt. Jetzt. Mal mastern. Ja. Ja, dürfte noch klappen. Was Höheres hast du nicht, oder? Als ein 28er. Und ein 22er so rum. Dann kommen wir halt wieder diese ganz lowen Laden rein. Wo wir keine Quests haben, ne? Wobei, zumindest werden wir dann wahrscheinlich vom Düsterbruch verschont, ne? Das haben wir jetzt wahrscheinlich auch bald. Oder was steht auf der Agenda? Zul'Pharak? Stratholm ist eigentlich cool. Düsterbruchs erste, noch Düsterbruch. Was wäre jetzt mit Level 22? Könnten wir kommen? Flammenschlund, Todesmine? Waren wir auch noch nicht. Burg Schattenfang, Höhlen des Wehklags, die schwarze Grotte und Verlies würde gehen. Was meint ihr? So, mit einem Lowy noch? Ist das recht egal? Ja. Wie aus? Ich hab kein Ziel. Gut, ihr habt eigentlich hier nichts mitzureden. Das war jetzt nur ein Performer, das ich gefragt habe. Was präferierst du denn? Weiß nicht. Ist das wichtiger? Das Problem ist, es hat halt alles was für und wieder. In den höheren Innis haben wir halt mehr Quests, weil wir noch nicht drin waren. Wir könnten aber auch Düsterbruch kommen. In die niedrigeren Innis kannst du halt sowas wie Dings kommen hier, ne? Wie heißt wie Dings Verlies zum Beispiel. Dings geht halt auch schnell. Flammenschlund. Ja, komm, laden wir da einfach ein, keine Ahnung. Und wenn wir tiefschwarze Grotte kriegen, dann sagen wir halt er schuld. Und gut ist. Ich mach nach der Annie eine Gruppe auf. Dann haben wir zumindest einen Schuldigen, das passt dann. Du wirst dann den Loan geopfert, dann kann ich mir vielleicht aber auch an so einem Schrein was aussuchen, an Buff. Eigentlich wäre das cool, wenn man immer einen anderen opfern müsste dafür, oder was, dass du die Buffs kriegst. Hätte was, warte mal. Den einen haben wir noch, ja, da unten brauchen wir den Zwerg noch, bevor wir zum Endboss gehen. Hier gibt's halt auch richtig viele Quests. Eigentlich. Das Sportler ist irgendwie weniger. Ich zieh die mal um die Ecke rum, dann kommen die Caster vielleicht alle zusammen. Ja, das könnte ein bisschen wehtun hier. Ja, ich hab mir jetzt ich mal noch ein. Ich hab ja so ein. Macht der jetzt? Das okay. Ziel kann ich nicht angreifen. Kommt der Boss. Oh, ich bin betäubt. Ungünstig. Ich hab dich. Das gefällt dir, ne? Jetzt kann ich es auch sagen. Eieiei. Eigentlich ist ja der Lichtblitz so ein Mana-hungriger Skill, aber in dem Low-Level geht sogar. Kannst du einfach durchspammen, oder? Ja, ich muss mich auch gar nicht hinsetzen. Ich spam's durch, klopp ein bisschen mit drauf. Geht schon. Ja, im Low-Level sind halt die Stats nur relativ gut gewichtet, vor allem mit dem kompletten Elm-Gear. Ich brauche ein Ziel. Eigentlich fast ein bisschen schade, weil man müsste sich ja eigentlich immer stärker fühlen, ne? Umso höher man levelt. Also im Verhältnis so. So, wo ist der Boss jetzt hier? Ah, da hinten ist er. Okay, das könnt ihr jetzt gut reinhauen. RTL ist ready. No, warte mal noch kurz. Erstmal den Heiler zeigen, was er kann und dann, ne?
und meinen kleinen CD drin. Ja, immerhin 20% weniger Damage. Ich hab jetzt auch blendendes Licht. Knapp wird. Kannst du einmal alle interrupten, ja, das ist auch ganz genau. Nett. Ja, ich hab... Kritisch hab ich's auch noch. Schau, das Erdel, den brauchen wir gar nicht. Oh, oh, oh. Ja, ich hab meinen eigenen Heal noch. Gut. Den könnte ich eigentlich auch öfter ziehen, aber es ist halt ein Global, ne, und, ne. Macht keinen Schaden. Ich spare mir den mal auf, wenn's knapp wird. Siehst du mit dem Enhancer schon vom Schaden weg, ne? Das kann ich nicht angreifen. Besser sein. Würde er seinen Hunter spielen, wäre er noch weiter weg. Exakt. Wir haben geedit. Nehmen wir mit, den Glump. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich habe kein Ziel. Komm her, hier, der eine Mob. Ich will er nicht. Weit weg. So, ich glaube, hier brauchen wir den Erdele dann gleich. Sobald ich hier. Ich zieh mal alles Alter, zusammen. Ja. Mach mal. Ja, betreibt mal wieder. Ja, Venture, Danger. Hat nicht mal alle Mobs hier. Boah, okay, der ist jetzt. Er wollte ihn kurz healen, aber keine Chance. Okay, das wird jetzt lustig. Helf mal zu healen. Ich brauche ein Ziel. Desorientier mal nochmal. Mana ist leer. Schlecht. Warte mal, ich kann mich selber noch heilen. Und das nächste Mal, wenn ich Loud Drop, renne ich einfach weg. Ja, okay. Ich muss mal einen anderen Skill nutzen. Aber wir haben sogar eine Teerfalle hier. Das kann ich nicht angreifen. Das passt. Siehste, easy. Das kann ich nicht angreifen. Easy. So, schnell hinsetzen. Er muss auf Zack sein, ne? Erstmal näher ran. Mhm. Okay, warum kommst du nicht zum Zocken? Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Also eigentlich wollte ich ja die ganzen Gebiete durchleveln, ne? Da wurde jetzt schon wieder viel draus. Aber zumindest habe ich ja eins geschafft. Vielleicht mache ich ja das Eschental noch irgendwann die Tage. Ich habe es ja immer mit einem Max-Level-Char hinterhergezogen, dann kannst du ja auch rumfliegen. Doch, ganz schnell gemacht. Na gut, ich könnte mich eigentlich auch mit einem zweiten Account dann durch die Quest durchballern. Eigentlich jetzt auch nicht viel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja, ich kann den Hexer, wie gesagt, nach der Instanz, kann ich den gern mitnehmen. Halt, was ist da los? Ach, diese dumme Stunts immer. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich habe kein Ziel. Sonst habe ich jetzt halt bloß noch zwei Ali-Chars, ne, die ich demnächst mal irgendwann basteln will.
Aber die sind halt beide schon so um die 60 rum mittlerweile. Wer riskiert den Zorn der Schöpfer? Die wird meistens dann gespielt, wenn ich mich sonst nichts zu tun hatte. Immer nur, solange die erholt sind. So ganz langsam nebenbei hochgeballert. Erwacht, ihr Diener! Verteidigt die Scheiben! Zu mir, Brüder, für die Schöpfer. Sieht's denn eigentlich bei euch aus? Macht ihr morgen Mythic oder lauft ihr mal wieder HC hier Dings durch, BOD? Also morgen sieht's bei uns mit den Anmeldungen sehr schlecht aus. Okay. Allgemein auch für irgendwas, ne? Also wir kriegen... Ich habe heute Mittag geguckt, 12 Leute waren angemeldet, also... Ich glaube, da geht nichts morgen. Da muss ich mal gucken, ob ich dann die ersten drei zumindest random mache. Irgendwie einen Ring oder so rausziehen kann. Ja, also, es war halt immer so sinnlos. Wir laufen durch Heroic, niemand braucht irgendwelche Items. Mhm. Und dann sehe ich bei dir im Stream, du struggles dann den ersten zwei, drei Bossen rum und dachte mir, komm doch mit bei uns. Ja, klar. Das ist, also, ist, random ist das halt echt ein richtiger Dreck, ne? Ja. Also, hätte ich halt nicht gedacht, dass das immer noch so schwierig für manche Leute ist. Ja. Naja, muss ich mal gucken. Theoretisch habe ich jetzt zumindest schon eine Waffe, ne? Aber. Aber auch bei dem neuen Raid, da kann ich es auch verstehen, Heroic ist schon eine Hausnummer, ne? Den ersten haben wir zwar geschafft, aber da musst du echt viel beachten. Und der zweite, der Endboss, der war schon ziemlich, ziemlich low, aber wir haben dann doch aufgehört wegen der Uhrzeit. Aber, naja, der liegt auch noch. Aber es ist interessant, mal wieder was Neues zu sehen. So, was ist... Ach fuck, ich hab ne Quest nicht, da musste ich eine abgeben und hätte dann den Endboss legen müssen. Ach, ich bin voll Idiot, ne? Nein, ich hatte dasselbe Problem. Aber warum gibt's diese dumme Quest nicht automatisch ab? Sowas muss ich auch nicht verstehen, oder? Ich glaube, ich muss mein Leatrix-Ding wieder aktivieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe es nämlich extra ausgemacht für den Endboss, dass ich habe mich absichtlich sterben lassen, dass ich ein Achievement krieg. Hat zwar nicht geklappt, aber gut, Versuch war es wert. Dass mich keiner retzt und ich den Autoretz annehme und dann das Achievement verkackt wird. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Dann können wir nochmal... Achso, ihr seid raus... Stimmt, wir wollten rausgehen, dass wir nochmal den einen Hexer einpacken können. So, dann queue ich nochmal ganz schnell. Das heißt einfach Taylor, da kannst du dich reinqueuen. Würde ich mit einpacken... Was ihr wolle. Naja, eigentlich hast du ja einen Haufen Story und... Warte, wo haben wir jetzt einen Schlachtzug offen? Ich hab da nur einen eingeladen. Komisch. So, okay, dann... Tja, dann wären es deutlich weniger Instanzen. So, kann ich jetzt hier nochmal so ein Holz looten? Flammenschlund. Naja, geht. Hier kannst du doch eigentlich auch, kannst den, also den Wurm kannst du auf jeden Fall auslassen, ne? Einfach vorbeirennen, oder wie? Ja, genau. Da brauchst du ja nur einen Endboss. Und vielleicht kannst du den hier, wenn wir am Rand laufen, auch auslassen. Weiß ich nicht, hab's noch nie probiert.
Vielleicht sollten wir die mal killen? Was? Niemals. Sag mal, was ihr könnt. Guter Master, mal gut. Ja, die sollten wir killen. Hast du ein Erdele? Yep. Beat. Das Erdele wird ganz schön verdroschen. Jo, ist schon down. Beim Totem hatte ich gerade schon. Ich glaube, ich gehe einfach blendet. Mal ein bisschen flitzen. Oh, ja, gut. Reichweite. Zwei hinterher. Nein. Okay, ich hätte bubbeln sollen. Okay, das waren. Vielleicht waren das doch ein bisschen viele. Okay, ja, gut, ne? Nein, auch tot. Scheiße. Bisschen wenig Schaden. Hört auf zu sterben. Und mehr E-Damage, Leute. Mehr Heilung, was ist da los? Ja, gut, der Heiler sowieso schuld. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Zu weit weg. Sorry, du. So, beste Bubble, wo es gibt. Wie viel habe ich noch? 100 Leben. Oh, oh, jetzt kommen sie wieder. Ich hätte meinen Zandalari-Scheiß ziehen sollen. Weißt du, jetzt fällt mir das gerade ein. Ich brauche ein Ziel. So. Und der Boss schon mal, der Boss steht da hinten in der Ecke, ne? Ja, komm, bleib doch da hinten stehen, weißt du? Jetzt muss er genau jetzt anfangen, da hochzulaufen. Na, wir haben es durchgeschafft. Ja, ne? Und zwei Pappenheimer stehen da hinten noch. Jetzt sehen, wie sie vorbeikommen oder was. Das ist. So spielt Taylor immer. Ja, aber. Keine Ahnung, lauf doch alle. Ich bin gestorben, lauf wieder ran und komm da vorbei und ihr schaut die Mobs tot. Keine Ahnung, ich verstehe das halt nicht. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal. Jetzt hier, jetzt könnt ihr loslaufen, der steht in der Ecke. Lauf, ich beobachte euch von oben, ob ihr fehlt. Der Mond des Versagens ist, ne? Ich brauche ein Ziel. Er ist schon auf Shortcut hier. Leider nicht, aber kommt noch. Willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich hier die Gruppe immer vernachlässige oder was willst du nein, sagen? Nein. Doch. Doch. Ich muss also, erstmal näher ran. Naja, weißt du, wenn man die Einstellung hat, ich bin die Gruppe, dann, ne? Ja, man sieht es ja, du ziehst vorbei und dann guckst du nicht mehr zurück. Doch, egal, ich hab doch zurückgeguckt, ob sie failen, ne? Um dann ihnen den Mond des Versagens zu geben. Achso, warte mal, wir haben jetzt ein bisschen wenig Damage, ne? Weil zwei fehlen, fällt mir gerade so auf. Damage. Sag mal, was ihr drauf habt. Mana ist alle. Scheiße. Also gut, den musst du machen, ne? Da kommst du nicht anders vorbei. Aber jetzt müssten wir eigentlich direkt zum Endboss kommen. Nicht was kann da mich nicht hinsetzen? Seid ihr auch in Fight? Nee. Ihr seid im Kampf verwickelt. Ach. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Bin so gut an der Wand vorbei, ne? Wollen wir den Boss noch dazu pullen? Müsste eigentlich gehen, oder? Mana habe ich nicht wirklich viel. Ja, okay, alles klar, wir pullen den Boss dazu. Ach, du hast 3% Mana, okay, ja, gut, okay. Ne, 30, laut meiner Anzeige. Ey, bei mir steht 3. Also so ein Mastern? Ja. Ne, das ist ein Blind, der Shami hat, das ist ein Mastern. Ich kann auch nochmal blinden. Müssen jetzt mal ein bisschen was killen hier. Wir haben ein bisschen shitty Damage, kann das sein? Irgendwie hier unser Hunter und unser Hexer müssen ein bisschen was drücken. Warum ist denn der Boss jetzt in Fight? Seid ihr da an den Rand gelaufen? Ich hab kein Ziel.
Ich muss erstmal was anvisieren. Läuft einfach von ihm weg, der dürfte ja nicht weiter. Prozent. Aber jetzt kannst du nicht recken, ne? Egal. Nur ein Target, das dürfte gehen. Ja, ich denke auch. Ich frage mich halt immer noch, was du von diesen Loren bekommen hättest, ne? Das ist doch bestimmt irgendwas richtig Starkes. Ich hab ja gehofft, du hast eine Ahnung von dem Volksfähigkeit, wenn ich wenn ich online gehe. Ja, nee. Ich hab keine Ahnung. Also, es gibt ja, wie viele Lore gibt's, die, wo du Schreine hast? Ich glaube irgendwie 6 oder so. Kannst du halt wirklich viel Verschiedenes holen. Ich glaube, da war schon irgendwas. Also ich habe mir das damals, als das auf der Beta war, habe ich mir das durchgelesen. Aber ich meine die, und da waren die richtig, richtig stark, die Dinger. Aber ich meine, die haben die wieder ein bisschen genervt. Da haben nämlich alle überlegt, ob sie auf Tandalari switchen mit ihren Main-Chars. Aber da habe ich jetzt auch nicht mehr viel gehört von. Ich brauche ein Ziel. Tandalaris. Da sind immer noch Infight. Ich kann gar nicht... Auf jeden, also ich finde die Lore in WoW auch einen wichtigen Teil. Aber oftmals muss ich mich halt entscheiden zwischen, ich will wodurch speeden und effizient sein und ich will die Lore mir komplett angucken, ne? Und da ist dann halt manchmal so ein bisschen Widerspruch in der Geschichte. Kraft und Ehre. Ich hab kein Ziel. So, da. Oh nein. Okay, dann questen wir mal eine Runde, würde ich sagen. Die Instanz mache ich ganz sicher nicht. Vielleicht hast du bis dahin ja deine Holzfäller-Quest abgeschlossen. Die habe ich tatsächlich jetzt abgeschlossen, die Holzfäller-Quest, weil mittlerweile weiß ich, wie sie geht. So kämpft denn wohl. Hier kriegst du tatsächlich oder so Transmog, was ich alles noch nicht hatte, ne? Vielleicht mit dem Lederchar die Quests mal machen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ja, die Inni kannst du vergessen, wenn du die kriegst. Das lohnt sich einfach nicht, das zu machen. Die dauert ewig und nee, das ist nicht deine Schuld. Naja doch, es ist schon irgendwo deine Schuld, dass wir in die Instanz gekommen sind, um ehrlich zu sein, aber du kannst nicht wirklich was dafür, sagen wir es mal so. Das kann ich nicht angreifen. Du kannst ja auch hier hinkommen, wir haben hier gerade erst mit dem Gebiet angefangen und hier ein bisschen mitbasteln. Was würden wir denn jetzt hier machen? Natürliches Öl. Ja, okay. Dann questen wir jetzt halt ein bisschen. Du kannst hier ab Stufe 15 schon questen. Also das ist egal, du musst nicht mit deinem Worry kommen. Achso, du meinst jetzt für die Dungeons? Ich hab kein Ziel. Ja, du, es gibt aber auch im hohen Level Kack-Innis, also mit 60 bringst du ja nicht mehr viel. Da hinten ist kein Schal mehr. Hier drüben. Hier sind noch Schleime. Diese Kundschafter sind unsichtbare Typen, die sieht ihr an so einem kleinen leuchtenden Schimmer auf dem Boden. Aber haben wir doch gar keine Quest für. Nee, doch, die nicht. Nein. Ja, ich war schon in der City oben. Haha. So, so. Hast du schon vorgequestet? Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Solange wir hier nicht wieder 10 Haufen Aufsammelquests haben, wäre es ja eigentlich egal. Jetzt ein bisschen so leveln. Ja. Dafür haben wir jetzt halt so eine richtig super Quest, wo die Mobs das Zeug nicht droppen. Naja, Düsterbruch. Das ist halt der ideale Laden, da bist du rein. Oh, hier hinten ist einer. Ein Schleim. Oh, sind sogar mehrere Schleime. Ich bin zu weit weg. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel.
Nachmittag habe ich mich mal... Ah, meine Taschen sind voll, das ist ungünstig. Nachmittag hatte ich mich mal eine M-Plus noch gequeued gehabt, ne? Ich habe eine richtig gute Ini. War ich in King's Rest drin. Und da war so ein Priester, da gibt es ja am Anfang diese Ads, die du dispeln musst, ne? Und wenn du sie dispelst, dann sterben sie quasi damit sofort und dann ist ja eigentlich, was du richtig machst, dass du die Mobs dispelst. Das Problem ist, wir haben ja diese Woche diesen komischen Debuff. Wenn Mobs sterben, dann geben sie dir den Debuff, dass du einen Haufen Damage kriegst, ne? Und der hat die Mobs alle gleichzeitig gedispelt, wir hatten 10 Debuffs und verreckt einfach. Das war halt richtig dumm, keine Ahnung. Ich muss erstmal näher ran. Also beim ersten Mal denkst du, okay, hey, wusste ich auch nicht. Beim zweiten Mal, wo ich es gemacht habe, dachte ich mir, ne, hier hätte man jetzt dann mal langsam checken können. Und dann ist er gedisconnected, ist nicht wiedergekommen. Dachte mir auch, ja, nice. Das hat sich jetzt rentiert mit dir. Zum Glück war es nicht mein Key. Da war es mir dann auch relativ wurscht. Na, mal gucken, was ich da nur an Gear brauche. Nur ein bisschen was austauschen noch. Am liebsten mag ich immer sowas, wenn du in den Questlager gehst und dann 10.000 Quests hast und die alle abarbeiten kannst und mit allen zurückgehst, nicht so Einzeldinger. Was meinst du? Zu weit weg. Ich wollte nur erwähnen wegen M+. Ich habe mit meinem Bruder auch eine Woche lang richtig durchgezogen bei der Bewertung und haben von 1.000 auf 1.650 oder so hochgezogen. Aber seither habe ich null Bock mehr auf M+. Weil, ja. Ich habe kein Ziel. Weiß nicht. Auch ein bisschen Gear haben wir gesammelt, oder ich zumindest, aber jetzt bringt's eigentlich nichts mehr. Mache ich nur noch einmal die Woche eben für die Kiste und das war's. Ja, so habe ich es ja auch immer gehandhabt. Das Problem ist, was ich mit dem Alicja habe, dass der halt lowes Gear hat, ne? Also M+ wird ihm halt Gear-technisch das bringen, aber er hat halt auch einen Kack-Score und du kommst halt mit dem Kack-Score nur in Kack-Gruppen rein und in so richtig Kack-Gruppen und das ist halt das Problem. Das ist halt richtig ätzend. Achso, warte, wir müssen da hinten die Quest abgeben. Wollte gerade sagen, ja. Das ist halt, boah, keine Ahnung. Ich will halt mit dem Alicar mal jede Ini zumindest auf 10 einmal basteln, um das Achievement zu haben und um einfach diesen 1000er-Score und dann fertig, ne? Dann hast du es halt soweit. Dann hast du halt nicht immer dieses Drama. Aber du kommst halt teilweise echt in Gruppen. Ich habe jetzt halt die Hälfte der Instanz oder sogar mehr als die Hälfte habe ich jetzt schon gemacht. Aber einige fehlen mir halt noch. Mogra. Möge eure Klinge niemals stumpf sein, Loktar. Mal wieder mitreiten hier. Kraft und Ehre. Ach, geht das hier mit der Karawane jetzt weiter, oder was? Bauen wir mal. Mogra. Der führt uns wahrscheinlich hoch in die Stadt. Ich glaube, da kann nur einer aufsetzen, aber wir können hinterher reiten. Wurde automatisch hier drauf gedingst. Ja, genau. Einer startet das, aber ich glaube, wir können hinterher reiten. Ich hatte das mit Rudolf mal gemacht. Müsste funktionieren. Jetzt schauen wir mal. Ja, ich hoffe mal. Ja. Oh, die bösen Elfen hier. Können wir nicht einfach überreiten? Dicken Kodo. Ja gut, oder so. Ach, dann habe ich ja Zeit, hier mal mein Gear ein bisschen auszuwechseln. Du hast den Warmode vergessen. Ja, so geht's mir auch immer. Das ist so das Typische, was dir passiert, ne? Das ist auch ständig. Da musst du dich nicht schlecht fühlen. Das ist mir auch schon das eine... Das ist mir sogar heute passiert, ne? Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Was kann ich denn noch austauschen? 30? Nee. Das ist. Ja, ist alles niedriger. Passt. Jetzt sind wir hier wieder zurück. Kraft und Ehre. Vorwärts zum Sieg. Da, ich dachte, wir müssen weiter ins Eschental rein. Warte mal, jetzt müssen wir da. Eigentlich ja hoch zur Stadt oder links. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Bei mir ist ja auf Befehl zum Steinkrallengebirge. Da ist auch ein Gebäude, wo es Quests gibt. Es gibt einen Flugpunkt dahin zu fliegen, ne, wo ihr gerade hinreitet. Ja, genau. Rechts und links gibt's Quests. Ich würde da rechts oben in die Stadt gehen, da waren einige Quests. Aber der Begleitquest-Arthur hat doch für dich jetzt nicht gezählt, oder?
Nee, aber ich glaube, die hatte ich auch gar nicht. Oder doch, kam... hier, Gorka zum Schutzwall von Morshan begleitet, 0 von 1. Dann hat die Quest. Da muss das jeder einzeln machen, das ist doch Dreck. Ein Dreck. Also ich fliege jetzt hoch in die Stadt und da muss ich nämlich jetzt als nächstes hin. Ja, passt. Aber der Hexer ist ganz Zeit am Fehlen. Sein Silbermond. Das ist nicht blöd. Belagerung durchbrechen. Ich bin jetzt einfach hingeflogen. Vielleicht muss ich da... Muss ich da wahrscheinlich wieder reinreiten. Wahrscheinlich triggert's dann. Was braucht ihr? Nö. Nee. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Kraft und Ehre. Irgendwie klappt das nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir erstmal die anderen Quests an. Moment, ist das da ganz hinten drin, die Quest? Hier wird mir jetzt keine angezeigt. Hä, buggt das? Weißt du, ob in der Stadt, in der Höhle eine Quest drin ist? Ich glaube eigentlich nicht. Weil mir würde das von draußen... Ach, ich bin Vollidiot, okay. Was kann ich für euch tun? Passt, Hapse. Die Kundschafter-Quest, die hatte ich gerade schon angenommen. Da bin ich fertig. Muss Dämonen töten, das kann ich mal hier weghauen. Warte mal, ich bin ja jetzt einfach so aus der Instanz rausgelieft und habe aber auch keinen Debuff gekriegt. Wahrscheinlich, weil wir als volle Gruppe angemeldet hatten, ne? Das heißt nur noch 4 Minuten 30 waren. Ja, genau. Also musst du den ersten Boss gar nicht killen. Dann ist es echt nicht so schlimm, wenn du eine Kack-Inni kommst, direkt rausliefen, questen, ist glaube ich echt das Effizienteste, was du machen kannst. Ich bin zu weit weg. Ich bin verlassen. Ich habe kein Ziel. Naja, das ist an dem gleichen Gebiet wie die Schleime, wo wir vorher waren, ne? Ja. Das Ziel kann ich Kundschafter sind so auch schwer zu sehen. Ich glaube nur so leicht am Leuchten, so auf dem Boden, so einen gelben Ring. Oder das wenn du Ziel sie outrange, dass sie gerade spawnen oder so. Aber sonst sind sie schwer zu sehen. Was anvisieren. Einfach ein bisschen durchrennen. Was jetzt? So, jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege mit dem Durchbrechen von dem, was du da als Quest noch offen hast. Ich weiß nicht, ich tue jetzt nochmal zurückreiten, aber irgendwie, also du sollst anscheinend, also wahrscheinlich ist es so gedacht, dass du in das Lager ranreiten musst, ne? Aber ich bin schon raus und wieder reingeritten, das hat nicht funktioniert. Ja, du musst den Typen bei dem Padrak, ne, ansprechen. Genau, und dann sagst du, es ist anscheinend dringend und dann der fliegt er da hoch, ja. Genau. Dann ist der Quest auch direkt vorbei, wenn du hier ankommst. Luktar! Warte mal, ich bin normal über die Flugroute hergeflogen. Ist das der Fehler gewesen? Scheinbar. Könnte sein, ja. Ach, damit muss ich jetzt zurückfliegen und den anderen Typen anquatschen oder was? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Dabu! Na super, jetzt bin ich mit dem komischen Baum im Kampf. Ach, ich habe ihn ins Lager rangezogen, jetzt wird er verkloppt, der Baum. Und war das der Fehler? Okay. I see. Ja, meinen ganzen Vorsprung habe ich jetzt wieder eingebüßt, hä? 3 Minuten können wir eh wieder queuen. Oh, da wird der Allianzbaum gekillt. Ich dachte, hier war mal alles abgeholzt. Oder ist das erste oben, wo das ganze Zeug abgeholzt ist? Gibt's auf jeden Fall eine sehr kahle Stelle und ich glaube, die ist ein bisschen rechts weiter noch, rechts oben. Ja, muss ich da mal noch hingucken.
Ja, das geht eigentlich. Silbermond kannst dich ja direkt nach Undercity porten und von Undercity kommst du ja über den Zeppelin relativ schnell hin. Also da hast du eigentlich keine so weite Wege. Ah, ich hab mir schon wieder einen X drauf gemacht. Okay, dann machen wir das mal. Blut und Donner. Da musst du das zweite, glaube ich, anklicken. Ich sehe es gerade, da kannst du zwei Sachen. Und dann kriegst du so einen Flugmord. Na, echt blöd, dass das mit einem normalen Flugmord nicht zählt, ne? Ja, dieser NPC, dir wird die ganze Zeit nicht angezeigt in den Questreihen. Ich glaube, dreimal muss man den anklicken, irgendwo hinlaufen. Ja, auch das vorher mit den Karawanen, ne, wo man Ja. die einzelnen Orks ansprechen musste, wird Wegen dir des auch nie Markets noch angezeigt. von eben schon drauf geblieben. Also, der ist die ganze Zeit schon nicht so auffällig, der Typ. Ein schlechtes Questdesign, wenn es halt ein, weißt du, wenn es halt ein unbedingter Fakt ist, dass du den ansprechen musst, dass du weiterkommst und er aber nicht ausgeschildert ist quasi. Also dass es nicht in der Quest auftaucht, weil so, habe jetzt quasi den gleichen Flugweg mit dem normalen Greifen, aber es zählt halt nicht. Das ist halt irgendwie dumm. Ja, dann können wir wieder queuen. Habe ich richtig viele Quests da in der Zeit geschafft. Ich hätte schon ganze Segen des gesucht. Schutzes habe ich jetzt gekriegt. Aber dass man da dem Tank, wenn man das gibt, dass der die Aggro verliert, steht da jetzt nicht dabei. Naja, der kriegt halt keinen Melee-Damage mehr, ne? Kann man sich denken, dass die Mobs dann wenig Interesse haben, auf ihn drauf zu kloppen. Ich weiß gar nicht, ob das auch so ist. Es gibt ja, als Tank Paladin kannst du ja skillen, dass quasi du keinen Magic Damage mehr kriegst, ne? Ob das dann auch so ist, wenn das ein Caster ist, der jetzt nur Cast-Schaden macht, ob der dann auch keine Casts mehr auf dich wirkt. Kraft und Ehre! Ich glaube schon, dass er einfach weiterballert. Bubble ist nur ein Spezialfall einfach. Aber ich weiß nicht, ob das. Weil Bob tut ja auch nur Melee-Damage abhalten, ne? Und nicht nur Caster-Damage. Also nicht allen Damage. Also und da gehen die Mobs ja auch dann auf was anderes. Also wenn es konsequent wäre, dann müsste es ja auch bei der Caster-Bob sein. Ah, okay. Die Kriegsmaschine hat für mich auch noch eine Quest. Wunderbar. Ich habe doch jetzt gequeued, warum? Ja, der Hunter war kurz umgelockt. Ah, okay. Ja, ich hatte mir noch Stopp reingeholt. Ah, okay. Ja, passt. Ah, endlich lohnt sich's, dass der Hexer dabei ist. Jetzt hast du dich ausgezahlt. So, full try hard oder nur halb? Alles ready. Erdede Heißt wohl da. full try hard? Ja, aber das Problem ist, wir haben halt nicht so einen geilen AE-Schaden, ne? Ah, doch, doch, ich hab jetzt. Okay. Sag mal, was du kannst. Hier in die Ecke. Ich bin schon gestunt. Ich bin Yo. tot. Wow. Sicher. Konnte ich ja Den nicht der Bubble. Erdele ziehen, ey. Er kriegt seine E-Spell erst mit 26. Zieht die mal zurück, vielleicht kriegen wir's. Zu weit weg. Oh, jetzt das Erdele tot, jetzt droppen aber Ja. alle sehr schnell. Lauft ran, den Lauf zu kriegen wir flott, die vielleicht noch. Gegner. Wieder gestunt. Geht so schnell? Verdammt. Ich kann nicht mal meine Heilung ziehen, weil ich halt den vollen Stun ins Gesicht krieg und dann halt instant tot bin. Oh, ich hab Angst. Okay, Ja, das war nix. dass die halt stunnen können. Oh, komm, ich Das komme halt an müssen. und krieg halt wieder den vollen Stun. Ich zieh mal Bob. Zieh mal Bubble. Wo noch auf Cooldown? Das läuft hier nicht. Lauf dran, die sind jetzt fast tot. Oh Mann.
Ich brauche ein Ziel. Okay, ja gut, ne? Hier. Ich glaube, auf zweimal ist dann doch besser. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Naja, ich sag mal so. Wenn du die einzelnen Bausteine zusammensetzt, dann glaube ich auch, dass Schall wieder der Warchief werden wirst. Erster Ding war ja Chris Metzen auf der BlizzCon. Und Chris Metzen ist ja der auch, der die Stimme von Thrall im Englischen ist. Und er hat auf der BlizzCon gefragt, ob man ihn als, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall kam raus, dass man ihn als Thrall bald wieder brauchen wird, quasi, von der Stimme her. Der war da nicht ganz zufällig, ne? Dann gibt's jetzt in den Spieldateien ein neues Model von Thrall. Warum sollten sie ein neues Model von Thrall reinbringen, wenn der nicht irgendwo interessant wird, ne? Und, naja, in der Story zeichnet sich gerade ab, dass man den alten Kriegshäuptling absäbeln will. Sind halt alles ziemlich eindeutige Hinweise drauf, dass man Thrall vielleicht wieder für irgendwas brauchen kann, ne? Also ich glaube ja, dass es darauf hinausläuft, dass Sylvanas irgendwas mit Enzot anfängt. Also jetzt nichts Sexuelles mit Enzot anfängt, sondern halt hier, ne, dass die da irgendeinen Pakt schließt, weil man anhalten. Hat ja auch diese Quest mit Salatav, wo der Dolch verschwindet und solche Geschichten. Also da glaube ich, wird schon was in die Richtung gehen. Ich muss erst und dann mal werden wir sie wahrscheinlich wieder stürzen müssen und dann wird Thrall wahrscheinlich wieder den Kriegshäuptling. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, komm nochmal hier rein. Ah. Hey Mann, helft uns! Der Schattenhammer will uns ans grüne Leder. Der Laden so dauert halt so mittellang, ne? Fürst Batiel braucht seine Opfer! Fühlt euch geehrt, Narren. Ich bin zu weit weg. Euer Blut wird Akumai, den Zerstörer von Azeroth, nähren. Eindringlinge, verlegt die Gefangenen. Ihr Fleisch gehört Fürst Batiel. Nur keine Scheu. Ja, das neue Model sieht gut aus von Thrall, ne? Ist halt jetzt auch so ein aufrechterer Ork. Mal gucken. Ich frage mich halt nur, was mit Sorrowfang ist. Da hörst du jetzt halt auch nichts mehr von. Ich brauche ein Ziel. Du hast so einen Haufen Story-Elemente, von dem du jetzt gerade eine Weile schon nichts mehr gehört hast von Sorrowfang. Das hat jetzt auch irgendwie so aufgehört. Die Volgin-Quest-Reihe ist noch offen. Da hast du jetzt auch nicht mehr viel gehört, ne? Was mit Anduin eigentlich ist, da gibt es ja immer noch dieses Ding, The Boy King serves on the Master's Table, die Geschichte, ne? Wo man ja vermutet, dass das Anduin hier. Also es gibt ja nicht mehr so viele andere Boy Kings, ne, die wir kennen. Also von dem her, ja. Lauf da ganz am Rand, dann edit ihr die einen Murlocs nicht, dann können wir uns die sparen. Ah, ich hasse euch, ich hab die Murlocs gepult. Warte, das das gibt Laien Mond des Versagens. Wo haben wir ihn? Ich weiß nicht, ich glaube der Hand hat's gepult. Ja, ist abgestraft. Ich hab kein Ziel. Was für der Hunter, das war der Hexer. Bist du dir sicher? Sorry, okay, der Hexer schreibt sorry. Ja. Ja, okay, dann kriegt er den. Sich zu wehren, Gamora. Bald steht ihr unter meiner Kontrolle. Und dann hetze ich euch auf diese lästigen Helden. Ach nix, ich hab die auch schon mal geedet. Ich hab versucht gut zuzureden. In dem Unternehmen hätte er jetzt den Pappkarton auf dem Tisch stehen. Und der Security-Mann steht schon daneben mit der Hand auf der Schulter. Und dann so, ja, wir wollen Ihnen keinen Druck machen, aber ne? In einer Viertelstunde haben Sie bitte das Gebäude verlassen. Ja, eigentlich müssten wir der Petze auch ein Zeichen über den Kopf geben, ne? Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich muss erstmal ja. Näher ran. Ungläubige, je mehr Blut ihr vergießt, desto schneller erhebt sich Akumai.
Akumai, ey. Ach, Zeni ist auch immer so ein Laden, echt. Kami ist in der Tentakel drin. Schnell vorbeigeritten. Ich hab kein Ziel. Erwischt. Ach, die ziehen dich teilweise auch zurück. Ich glaube, selbst wenn du schnell vorbei bist, hast du da oder auch kein Glück. Trag sie mit Stolz. Na, das ist doch was. Ich hätte mir eigentlich vorher noch mal was zu trinken holen müssen. Jetzt habe ich bloß noch ein bisschen Wasser da. Ich brauche ein Ziel. Was? Wo? Nur ein Videospiel? Echt? Jetzt sag nicht. Sag nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst. Haltet ihr auf! Wir dürfen das Ritual nicht stören! Dafür könnten wir so ein Sandtotem brauchen. Der Shami ist selber gerade gezogen worden, glaube ich. Ne? Ja, ich werde die ganze Zeit so zurückgezogen. Okay, das. Ich hätte vielleicht babbeln sollen. Jo, da sind ganz schön viele. Totem, Otto, schnell. Rot. Kriegt ihr die? Ja, warte mal kurz. Ah, die verteilen jetzt den Damage. Okay, das war's mit dem Retz. Diese dreckigen Tentakel, ne? Ah, wir spawnen hier unten. Ihr könnt direkt releasen. Oh, cool. Ah, ja. Ich auch noch nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Ich hab ein Ziel. Spawner. Willst du die Eisfälle nicht aufschießen? Zu weit weg. Ah, also wenn du hier retarded pullst, dann kannst du, solange du hier hochkommst, ne, spawnst du hier oben. Ich glaube, das hängt an den Murlocs, die du triggerst, dass du direkt vor dem nächsten Boss spawnst. Ich muss erst mal was anvisieren. Du könntest halt hier wirklich, ne? Ich hab kein Ziel. Also. Das müssten wir mal ausprobieren, weil überleg mal, wenn du die ganze Innig nicht killen musst und wenn du da das triggerst, hier rauskommst, dann kannst du halt echt viel sparen. Zurück zum Sanktum! Fürst Bartiels Ritual muss vollzogen werden! Das sind dann die nächsten Sachen, ne? Erstmal rausfinden, welche Bosse du, welche Bosse du skippen kannst und dann wie du den kompletten Trash skippen kannst. Also wenn du mehrere Punkte hast, dass du... Ich dachte immer, du musst die Bosse legen, dass du quasi, dass du quasi da spawnen kannst, ne? Aber dass du auch nur die Mobs triggern kannst und trotzdem da spawnst, ist interessant. Sind immer ein Mob da hinten stehen und nicht rankommen. So LOSen, dass er hier in den Cleave mit reinkommt. Oh, das Ding macht auch fetten Damage. Muss aufpassen. Halt gut, für was hat man Heiler dabei, ne? Beschwört eins, bevor ich euch töte. Akumai wird diese Welt verschlingen. Kommt hier mal um die Ecke rum, dass die mitkommen. Achso, und dann muss ich ihn wieder aus der Ecke rausziehen. Dass der wie vorhin hier Grenzchen anfängt. Und wir probieren jetzt mal durch die Elementare durchzulaufen. Ja, das funktioniert tatsächlich. Man lernt nie aus, musste halt tatsächlich nur durchrennen, ne? Die musst du halt nicht wegdamagen. Vor allem musst du nicht mehr nach außen rennen, sondern stellt sich halt jeder in eine Ecke um den Dings rum und fertig ist. Na, richtig easy. Ne, also wenn es hier M plus für Low-Instanzen geben würde, dann wäre ich ganz groß dabei, so viel Low-Inis, wie ich schon gelaufen bin.
anvisieren. Nichts gewonnen, Narren! Akumai, erhebt sich! Akumai zu nähren. Stattdessen sollen unsere... Aber was ist denn eigentlich mit Thrall? Thrall hat doch jetzt seine Schamanenkräfte verloren, oder? Was ist er denn jetzt? Ein Warrior oder wie? Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das werden wir wohl noch erfahren. Ja, mal gucken. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Vorbote, Akumai, steigt aus der Tiefe. Ihr habt die Ehre als Erste. Nein, ist schon klar, dass es ein Shami ist, aber er hat ja seine Shami-Kräfte verloren. Wenn du deine Shami-Kräfte verloren hast, was bleibt dann noch? Dann bist du ein Worry. Du wirst kein Paladin, wenn du deine Shami-Kräfte verlierst. Das ist auch nicht richtig. Also bist du erst noch ein Worry, ja. Weil er mit einem Knüppel irgendwo draufhauen kann halt jeder, ne? Was Ehrenstolz hat der Anti, ja. Schlag mal vor. Mal schauen, was die anderen Hordenbosse dazu sagen. Naja, der hat doch seine Kräfte verloren, damals, wo er auf Draenor gegen Garrosh gekämpft hat. Soweit ich nur informiert bin. Und dann ist er ja untergetaucht, der Dude. Genieß diesen Sieg, Sterblicher. Ach, Blöche. Nun, da ihr unsere Stimme hört, ist es nur eine Frage der Zeit. So, Dolor. Ist ihr unser Sein? Ah, ist immer noch Infight hier. Ich will mein Gear nicht wechseln. Ja, lass mal aus der Instanz so rausgehen. Geht mal aus der Instanzgruppe raus, das backt hier schon wieder. Ich will zumindest mein Gear mal wechseln. Und ich glaube, ja, die Stunde haben wir fertig. Dann hat's mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.